Let's Dance nach Geburt, für Patricia Ionel war es schwer. Patricia Ionel, 28, hatte es nach der Geburt ihres Sohnes nicht leicht. Sie und ihr Mann Alexandro, 28, gaben sich im Januar 2022 ganz spontan das Jawort. Nur wenige Tage später kam ihr Sohn Emanuelis zur Welt. Als sie kurz nach der Entbindung wieder ins Let's Dance Training einstieg, bekam die junge Mutter jedoch viel Gegenwind aus der Community. Doch nicht nur der Hate hat das Training für Patricia schwer gemacht. Nach der Geburt habe ich direkt bei Let's Dance mitgemacht, nach 2-3 Wochen, denke ich, erzählt sie im Playboy-Interview. Das sei für die Tänzerin nicht einfach gewesen. Natürlich muss sich der Körper der Frau regenerieren und ich hatte keine Zeit dafür, plaudert die Blondine aus. Ihr Körper habe sich äußerlich zwar schnell regeneriert, doch innerlich sei sie noch nicht die alte Patricia gewesen. Das scheint sich inzwischen wieder eingependelt zu haben, denn in der vergangenen Show konnten sie und ihr Tanzpartner Philipp Boy, 35, 29 Jurypunkte abstauben. Auch den Zuschauern scheint die Performance der beiden gefallen zu haben, weshalb sie auch am Freitag wieder antreten werden. In der dritten Show der diesjährigen Staffel wird das Tanzpaar einen Rumba zu Eso Momento zum Besten geben.